Willkommen zurück zu Star Wars Jedi Survivor. Ich bin euer Führer und wir gehen in den Chaloon. Wir haben jede Menge Pucks, die wir ausgeben können für tolle Sachen. Ich weiß zwar noch nicht genug dafür, aber oh man. Und sonst haben wir jede Menge Gespräche bestimmt noch, weil die Gespräche müssen ne? Irgendwie immer wieder nachholen. Gehen zwar ewig hier rein und raus, aber irgendwie. Ist mal so, mal so, mal so, ne? Wir müssen auf jeden Fall hier in dem Gebiet auch noch einiges machen. Wie sich herausgestellt hat. Willkommen, fühl dich wie zu Hause. Ein andermal. Okay. Kann nicht reden, das Pailuns braucht mich. Okay. Hey, Cal. Wie läuft's? Ich habe gerade die aktuellen Unterlagen der Akademie durchgesehen. In den letzten Monaten haben die Direktoren wieder ein Dutzend meiner Kollegen... meiner Freunde entlassen. Das Imperium wollte sie wohl auch loswerden. Wie kann so etwas geschehen? Auf Kashyyyk habe ich gesehen, wie das Imperium Wälder rodete und Wookies versklavte. Aber davon hört man nichts. Information ist eine Waffe. Weißt du was? Ich werde versuchen, mit den anderen, die entlassen wurden, Kontakt aufzunehmen. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht können wir etwas tun. Das ist eine gute Idee. Du bist wahrscheinlich nicht so allein, wie du glaubst. Hey, Cal. Ja? Du bist auch nicht so allein, wie du denkst. Oh, danke. Hallo. Hi. Das Imperium. Ich habe große Angst, ne? Vor allem, was es nicht kontrollieren kann. Kultur ist unser Schild. Aber für sie ist sie eine Bedrohung. Das ist der Grund, warum das Imperium die Wookies auf Kashyyyk so unterdrückt. So viele Traditionen ausgelöscht. Und dennoch könnten sie den Untergang des Imperiums bedeuten. Ein intelligentes Imperium würde eroberte Kulturen eingliedern und gegen seine Feinde einsetzen. Aber dieses ist steif, starrsinnig. Wenn die richtige Bedrohung kommt, wird es sich nicht anpassen können. Das hoffe ich. Hoffe nicht. So ist es bekannt. Die Frage ist nur, wann? Ich muss jetzt alleine sein. Okay. Sie will wieder nicht quatschen, oder? Du weißt, du wirst es kaufen. Also kauf es einfach. Master-Sachen, okay. Wiedergeburt. Das nehme ich. Wirklich? Okay. Okay. Austauschen. Was? Wir reden später, Kumpel. Ja, wir wollten ja nicht mehr mit mir reden, so richtig, ne? Ich frag mich warum. Hallo! Hi. Grüße! Okay, ich bin auch fertig. Jedes Mal, wenn du den Graf-Ball spielen willst, nehmen sie ihn dir ab. Ist ein ich bereue so viel, Junge. Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, ich kann nur hoffen, dass sie irgendwo da draußen ist und mir vergibt. Das tut sie bestimmt. Mach dir keinen Kopf, Grease. Wir müssen weiter. Ah, das gilt für uns beide, Kleiner. Bis später. Später, kommt langsam klar, scheinbar. Ja, dass sie aber am Ende so einen doofen Move gemacht hat, zeige ich mal, war auch schon doof. Doof, ja. Junge, wusstest du, dass ich sowas wie ein Dichter bin? Nein, aber ich kann mir vorstellen, worüber du geschrieben hast. Ahaha, hör zu. Ich angle gern Fisch. Ja. Versuche zu fangen, den Fisch. Oh, könnte ich sehen, wie ein Fisch. Mir fällt die letzte Zeile nicht ein. Das wäre mein Wunsch, ganz frisch. Jetzt. Ich mag meinen Fisch. Ich mag meinen Fisch. Das war beeindruckend, Scuba. Moment. Ich arbeite noch dran. Ich angle gerne Fisch. Versuche zu fangen den Fisch. Tisch? Nein. Ich hab dich jetzt öfter hier gesehen. Wird sich wohl häuslich niederlassen, was? Ich würde nicht drauf wetten, Har.
Das ist nicht schlimm, Kumpel. Du wärst nicht der Erste, der Kobo besucht und dann für immer bleibt. Klar, wir alle wollten reich werden und wieder abhauen. Aber was ist der wahre Grund, warum wir bleiben? Mein Schiff ist abgestürzt. Ich konnte nicht mehr weg. Wir verlieben uns in Kobo. Und du bist jetzt einer von uns. Hey, Kumpel. Ich bin bereit zu reden, Sie. Ich verstehe. Also, was ist passiert? Boat hat uns an das Imperium verraten. Auf Jeddah haben wir wirklich gute Freunde verloren. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Euer Verlust tut mir wirklich leid. Vergesst nicht, ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ich brauche mal Zeug für deinen Laden, ne? Aber gut. BD sieht startbereit aus. Sehr gut. Die ist noch schnell, schnell, schnell. Wir plaudern später. Okay. Dann gehen wir hier lang. Dann gehen wir hier lang. So. Oh, hallo. Hi. Ja, die müssen, glaube ich, alle noch wachsen, komm, ne? Lass uns ein paar der neuen Samen aussehen. Kultivieren, Kerl. Kultivieren. Ich mal. Sei doch mal kultivierter, Kerl. Gut, haben wir das alles erledigt? Ich weiß nicht, ob wir den Flitzer nicht rumflitzen dürfen. Dann würde ich sagen, wir machen uns mal auf den Weg hier, ne? Die Frage ist halt nur... Gehen wir hier durch? Hm, schauen wir mal. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Hä? Er ist jetzt hier, warum? Was mit ihm? Jungchen, du bist okay. Da fällt mir eine Last von meinen kleinen Schultern. Warst du besorgt? Oh, ich hatte gerade eine schlimme Begegnung mit einem dieser Kampfdroiden. Ich hatte Angst, sie hätten dich auch gefunden. Was ist passiert? Die Metallbestie sagte, ich sollte den Bedlam Raiders einen Tribut entrichten. Wehe jeder Landratte, die es wagt, Scuba Steph einen Fisch zu stehlen. Hast du dich mit einem Kampfdroiden geprügelt? Nein, nein, sie sind wieder abgezogen. Vielleicht haben meine groben Gesten sie verschreckt, hm? Zum Glück bist du okay, Scuba. Halte die Augen offen, Kerl. In diesen Gewässern sind seltsame Gestalten. Das stimmt wohl, ne? Junge, auf meinem Rücken juckt es ganz stark. Wenn ich nur meinen Anzug nicht anhätte. Du könntest ihn ausziehen. Oh, er hält sich für schlau. Und was ist, wenn ich schwimmen gehen will? Hm? Was mache ich dann ohne Anzug? Du könntest ihn wieder anziehen? Ach, niemand mag Besserwisser, Junge. Kerl, Junge, ich muss etwas sehr Wichtiges mit dir besprechen. Okay. Ich fürchte, du hast wegen meines Helms den Eindruck, dass ich meinen Anzug zum Atmen brauche. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Aber ich kann meinen Atem ewig anhalten. Oh, okay. Verstanden. Du glaubst mir nicht. Gut, ich beweise es dir. Du musst das wirklich nicht machen. Es geht los. Ich halte den Atem an in 3, 2, 1. Oh, sehr beeindruckend. Du musst das nicht tun. Man sieht sich, Scuba. Hey. Ich habe mich halt schon gewundert, dass der jetzt hier raus rumgammelt. Oh. War es die Tür da? Da war die Tür. Bin ich auch von da aus da hingekommen? Ich meine ja, ne? Der imperiale Funkverkehr ist sehr aktiv, Kleiner. Wie läuft's bei dir? Hab soeben das Kontrollzentrum erreicht. Ich gebe Bescheid, falls ich Ärger kriege. Willkommen. Ich bin Santari Cree, die Leiterin dieser experimentellen Anlage. Die Sicherheitsprotokolle verlangen einen Mitarbeiter vor Ort, solange die Anlagen aktiv sind. Grease, wenn keiner von uns zurückbleibt, muss jemand hier die Anlagen aktivieren. Oh ja, sicher. Ich frag mal rum, ob hier jemand so halsbrecherisch ist. Törgel vielleicht? Vielleicht nicht Törgel. Okay.
Dismantieren seit haben wir noch keine Lösung gefunden, ne? Das ist richtig. Hätte ich erwartet gehabt. So, hier ist ein Monitor noch immer rot. Also ist der Monitor, wenn die Monitor einfach nur mein Story-Fortschritt oder was? Oh! Auslöschungstruppler, was machen die hier? Er hat nach Los, Moritz! Das jetzt? Halten, konzentriertes Parieren. Das wollte ich zwar nicht, aber okay. Haben wir es jetzt endlich? Sie haben uns erwartet. Vielleicht hat Bord ihnen gesagt, dass wir kommen. Natürlich haben sie uns erwartet. Wir waren ja wohl kaum jetzt einfach so hier Sommerurlaub machen, oder? Was glaubst du denn, bitte, Spiel? So, okay. Hilf mir bitte. Wir haben uns mal eine Heilung. Aber einer hat mich angehalten gehabt. So, und jetzt? Alle Anlagen sind online. Jetzt müssen wir sie nur noch aktivieren. Das ist damit gemeint. Kree muss die Anlage bei der Evakuierung abgeriegelt haben. Aber das wird uns nicht aufhalten. Eigentlich auch hier so eine hier die Halle sein, ne? Kann man was? Ich kann den Lift noch nicht benutzen. Okay. Was soll man was? Oh. Leitet auf dem Beobachtungsdeck die Ausrichtung ein. Eines muss man Kree lassen. Sie hat an alles gedacht. Überblick oder was? Die Plattform ist wohl gerade woanders. Okay. Was ist meine Aufgabe jetzt? Hm.
richten wir jetzt aus. Sie? Was macht sie hier? Geschafft. Grace hat gesagt, sie brauchen Unterstützung. Und hier bin ich. Ein weiter Weg. Sicher nicht einfach. Ich mag 200 Jahre alt sein, aber ich bin frisch wie ein Padawan. Erstaunlich. Oh, Kerl, das ist schlichtweg erstaunlich. Kannst du die Anlagen starten, wenn wir in Position sind? Oh, ich warte nur auf Ihren Befehl. Es wäre mir eine Ehre, den Traum von Meisterin Cree erneut wahr werden zu sehen. Für deine Meisterin. In den Abyss. Eleanor freigeschaltet. So, alles sitzt dahin. Das ist kein schlechter Anblick, oder? Wissen Sie, das macht mich nostalgisch. Mein letztes Gespräch mit Meisterin Cree war vor 200 Jahren. Aber wenn ich sehe, wie ihr Experiment den Himmel erleuchtet, fühle ich mich ihr wieder ganz nah. Das verstehe ich. Das tun Sie, nicht wahr? Oh, Cal Kestis, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht dankbar bin, dass Sie mich aus diesem eingestürzten Tunnel befreit haben. Gute Reise. Und wenn Dagon Gera diesen Flug auf sich nehmen kann, dann können Sie es auch. Ich würde gerne mit Ihnen plaudern, Cal. Aber Tennelor ruft, nicht wahr? Ja, gut. Spiel sagt mir ja schon. Los, ab mit dir. Geh ins Finale. Ist ja gut. Ach, das ist der Lift. Okay. Wenn ich jetzt wirklich den kompletten Weg runterfahren muss. Ja, Prost, Mahlzeit. Zeit für Mantis zurückzukehren, Kumpel. Dann fliegen wir durch den Abyss. Ja. Ich bin davon auch nicht begeistert, aber es ist der einzige Weg nach Tennelor. Viel erlebt. Sehr viel. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir jetzt Playtime haben. Müsste ich mal gucken. Ich glaube aber so 31 oder so haben wir jetzt schon. Also gut beschäftigt, haben wir nicht mal alles geschafft. Ne? Der Aufzug ist viel zu langsam. Wie sieht das so aus hier? Ja, der Fahrstuhl ist echt viel zu langsam. Ist hier noch irgendwie eine Kammer? Nö. Dann zählt er immer noch, dann können wir das mal noch was rot. Und jetzt nochmal was. Hallo? Schauen wir nicht. Dann gehen wir jetzt wieder. So. Ja, noch ein bisschen Zeit. Ja, den machen wir auf jeden Fall erst in der nächsten Folge. Dann. Ja, ihr könnt mir noch ein bisschen. Ich will noch ein paar Sachen zu erledigen. Schau ich mal, wie ich da oben hinkomme. Hinkommen soll, wahrscheinlich von ganz oben. Upsie. Das war knapp. Das war aber einfach klassisch nicht hingeguckt. So, ich würde ja gerne irgendwie hier hochkommen, ne? Auch nicht willst du da so. Stimmt, ich wurde ja von der Suche immer. Der geht irgendwie hier rauf, ne? So, da oben drauf haben wir ja sogar schon. Ich jetzt einmal komplett hier rumlaufen. Da habe ich jetzt als Kerl die Macht, dafür die Tür aufzumachen. Versuchen wir es nochmal. Ja. Hätte ja klappen können, oder? Ein Saft. Wow. Das war der Weg. Oh. Das war der Weg hierfür. Krass. Ich habe irgendwas versucht mit der ganzen Zeit mit Dingens hier, Dingens da. Okay. Ah, das ist wieder ein großer Vogel. Hallo.
So. Haben wir hier. Ja. Das Ding ja noch. Ich glaube nicht, dass ich von da. Ja, aber guck mal. Lustigerweise war ja hier was. Aber hier ist einfach kein Weg. Sieht so aus, als könnte ich von hier hoch, aber da ist eine dicke Steinplatte über meinem Schädel. Ich darf vielleicht mal eine Rollminen schaffen. Schade, die zählen nicht. Ich hab ihn! Und diese paar Nahkampf-Spezialisten. Du hast sie alle ausgeschaltet. Ja, hau doch mal zu, meine Fresse. Wildhündchen. So. Ach ja. Keine Ahnung, wie ich da sein kann. Aber wie bin ich denn hier hochgekommen? Das war ja meine Frage, ne? Ja, von da hätte ich mir eine Mine holen können, darauf wieder rüber, ne? Theoretisch. Guck mal. Hä? Hä? War jetzt einfach nichts gewesen, oder was? Wenn ich den jetzt als regulären Weg hier rüber nutzen kann, ist hier. Oh. Sieh mal an. Oh, jetzt bin ich auf etwas, was wir. Voll gar nicht bekannt war. Oh. Das ist mein Name. Jetzt bin ich einfach hier drüber. Also weißt du, wo angeblich nichts ist. GG-Karte. Sage ich mal dazu, ne? So, jetzt bin ich. Und nicht da, wo ich hin wollte. Nee. Ah. Das sieht doch schon mal deutlich besser aus. Der Weg hier. So, hier irgendwo, ne? Doch. Okay. Netter Fund. Bringen wir sie zu See. In einer Datendisk, oder? Okay. Ah, schade. Hui. Schade. Hä? Danke. So. Vor allem habe ich das dann schon nicht erkundet. Oh, schaffe ich gar nicht. Hoppala. Ach ja, so viel. Aber ich sage, gehen wir einfach nochmal in den Saloon. Ich will mich gar nicht mehr so sehr mit dem Planeten beschäftigen erstmal. Erst wenn ich halt eben
Dingensbummens machen. Wenn ich mich wieder, wenn ich mich wieder mit der Platin-Trophäe auseinandersetzen sollte. Dann eigentlich erst wieder. Immer am liebsten. So. Jetzt ist gerade das Bild entzerrt. Sah es gerade echt so komisch aus? Hm. So. Tendelor. Ein, zwei Folgen haben wir dann noch wahrscheinlich. Na komm, wird grün. Ja, auf jeden Fall super aussah. Na gut. Komm rein, setz dich an die Bar. Später, ja? Okay. Es gibt immer was zu tun. Ah, oh, sie ist weg. Genieß die Beats, Kerl. Sind alle abgefüllt jetzt oder was? Das alte Mädchen ist eilig rausgerannt. Hat das was mit den Lichtern am Himmel zu tun? Sie hilft uns. Monk, wir sind kurz davor aufzubrechen. Ich weiß nicht, wann wir zurückkommen. Falls wir zurückkommen. Ach, so eine Reise. Verstehe. Nun, du hast keine offene Rechnung, also kann ich nur viel Glück wünschen. Und komm in Pailun Saloon. Hallo, was können wir für Sie tun? Ein echter Ohrwurm. Vielleicht hast du den Beruf verfehlt. Es ist nie zu spät für was Neues. Alles klar. Ich muss die Gäste bei guter Laune halten, Kerl. Das stimmt wohl. Ich muss jetzt alleine sein. Okay. So was zu erzählen? Nee, leider nicht. Sehr doof. Einfach so? Oh. Soweit ich weiß, ja. Hatte nicht mal mehr die Zeit, mich anzufunken. Criff. Was ist passiert hier? Das ist... Criff! Kerl, schon gehört? Grog, dieser Idiot, wurde von einer imperialen Patrouille um die Ecke gebracht. Grog ist tot? Ich hab dem alten Dummkopf auch noch zum Abschied gesagt, er soll vorsichtig sein. Du hast ihn allein losgeschickt? Ich dachte, er kriegt das hin. Er sollte nur einen Treibstoffinjektor bergen. Wenigstens hat der Treibstoffinjektor keinen Treffer abgekriegt. Der Kerl wusste wirklich, wie man eine Ladung sichert. Klingt, als hätten Grog und du euch doch nicht so nahe gestanden. Ach, der alte Mann hätte es genauso gewollt. Das ist sozusagen mein Trauerfallzuschlag. Ich habe etwas von einigen meiner Freunde gehört, die aus der Akademie entlassen wurden. Es hat ihnen nicht gefallen, dass das Imperium sie mundtot gemacht hat, und sie wollen etwas dagegen unternehmen. Wirklich? Wir arrangieren ein Treffen. Es sind mehr Leute bereit, etwas zu unternehmen, als wir dachten. Du wirst wohl nicht daran interessiert, mitzukommen? Vielleicht ein anderes Mal. Ich muss mich um einige Dinge kümmern. Bist du bereit? Hey, weißt du, was man so sagt? Ja, wahrscheinlich nicht. Früher oder später wird eine geladene Hydronen-Emulsionslösung ihren Weg ins Gleichgewicht zurückfinden. What the fuck? Ja, das könnte stimmen. Aber sie ist doch voll der Arsch. Wie geht's? Ist ein Arsch. Wir reden später. Ich muss jetzt meine Sachen packen. Okay, die machen alle langsam auf hier. Ich bin wirklich beschäftigt, Kerl. Vielleicht später. Man sieht sich. Okay, die sind alle irgendwie so Aufbruchstimmung. Die ganze Zeit dachte ich, wir wären eine Familie, die ein Zuhause sucht. Aber jetzt frage ich mich, wenn du kein Zuhause hast, kannst du dann eine echte Familie sein? Die Mantis war immer unser Zuhause, Grease. Ja, mag sein. Aber das ist nicht dasselbe. Ich wünschte, ich könnte etwas Aufmunterndes sagen, aber... Das kann ich nicht. Unmöglich. Nicht jetzt. Pass auf dich da draußen auf. Ja, versuchen wir. Es sind uns ja nicht mehr viele Freunde geblieben, ne? Und hier werden auch immer weniger gefühlt. Carl, willst du mal richtig lachen? Ich habe einen kleinen Witz für dich. Natürlich. Sehr gut. Hör zu. Stell dir vor, es gäbe einen Fisch ohne Kiemen. War das der Witz? Was soll das heißen? War das der? Oh, natürlich! Wie soll denn ein Fisch ohne Kiemen atmen? Oh, ich verstehe. Was? Denkst du, du kannst es besser? Dann los! Okay.
Wie viele Protokolldroiden braucht man, um einen Energieanschluss zu reparieren? Na? Zwei. Einer ruft um Hilfe, der andere übersetzt. Also, der Droide ist also ein Fisch? Ich lass dich besser wieder alleine. Fische können nicht um Hilfe rufen. Das ist Unsinn. Ach, können sie bestimmt. Sie kommunizieren doch miteinander. Hey, Kerl, es ist Zeit, dir von früher zu erzählen. Hast du eine Minute? Klar. Gut, dann solltest du von Tendo Gutbridge erfahren. Das ist ein guter Anfang. War Tendo klug? Nein, er war ein verdammter Idiot. Sah er gut aus? Nun, sagen wir, die Leute haben ihn angestarrt. Er war hässlicher als eine Schauderpede. Aber der alte Tendo besaß etwas, das mehr wert war als alles andere. Er hatte unfassbares Glück. Der alte Tendo kaufte den schlechtesten Abbaugrund in der Region. Eher findest du was in deinem Frühstück als dort. Aber keine zwei Tage später sprengt der Rocker eine Höhle frei, die vollgestopft ist mit Priorit. Er lud sich das Zeug auf die Arme, bis er den Boden vor sich nicht mehr sehen konnte. Und dann trat er direkt auf seine Detonitladung. Die Explosion dreht ihn komplett auf links. Die Beute haben wir dann alle geteilt. Es war so viel Priorit, dass der ganze Außenposten einen Monat lang nicht arbeiten musste. Aber wir wussten alle, dass wir unseren ersten großen Fund, Tendo, und seinem Glück verdanken. Hey, Kumpel. Na, meine sind so dankbar. Ach, der Laden funktioniert jetzt auch nicht mehr von hier. Bist du bereit? So gut wie. Wenn wir Boat gegenüberstehen, denk daran. Er hat, was er will. Er wird bis zum Tod kämpfen, um es zu behalten. Ich bleibe fürs Erste hier. Schon ist doof, dass er jetzt unser Boss ist. Wird's ehrlich? Nicht jetzt, mein Lieber. Hallo? Nein. Das ist echt kacke, dass er unser Endboss ist, dann sozusagen. Also, es kommt nochmal Darth Vader, was ich glaube. Ja, vielleicht doch. Vielleicht spendet Darth Vader Star Wars. Hier die Jedi-Saga. Die Pflanzen brauchen mich. Ja, dann lass die Pflanzen pflanzen, gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann, ja, gucken wir mal. Jetzt hat er eine Lohne, ne? Würde ich sagen, also, haut rein. Ciao, ciao.